jetzt mal irgendjemand mit mir spielen? Nein. Jetzt hab ich mich so beeilt. Wieso so beeilt? Ja, weil Ben gesagt hat, das ist ja, guck mal auf die Uhr. Nee. Ich hab noch Blumen für meine Freundin weil geholt. Lumi mir 19.10 Uhr ungefähr geschrieben hat, ja, wir treffen uns 19.30 Uhr wie immer. Und 19.35 Uhr kriege ich eine Nachricht, wo ich schon live war. Kann ich mir noch Kaffee machen? Ja, und dann kam wir von ihm, das ist ja, guck mal auf die Uhr. Und dann war ich 19.40 Uhr da und wer war nicht da? Ich war da, ich hab mich nur gemutet, weil sonst du meinen Stream einfach random voll quatscht, wenn du rein joinst. Was ist denn das ist für ja eine nett. Ansage? Weil ich deinen Stream random voll quatsche. Na, wenn du halt rein joinst, bist du dann sofort im Stream. Und das wollte ich halt verhindern. Dass ich wollte schon selber kontrollieren. Weil ich nicht da war am Rechner. Wenn ich nicht im Rechner bin, mute ich das, damit man nicht einfach in meinen Stream quatscht. Ich habe sogar deinen Stream begrüßt, weil ich gemeint habe, ich bin in meinem noch nicht da. Wahrscheinlich hört man mich schon bei Benz. Ja. Nö, hat man nicht. Also. Na dann quatsch ich halt nicht mehr aus Versehen random in deinen Stream siehst rein. Siehst du auch, ob bei Discord, also ob ich dich höre bei Discord. Was? Du siehst doch auch bei Discord, ob ich dich höre oder nicht, oder ob man mich überhaupt andersrum hat. Ich hab nur gesehen, dass du gemutet bist. Ich hab nicht drauf geachtet, was mit mir ist. Nee. Oh. Du warst auch nicht gemutet, aber bei mir war das Mikrofon und der Kopfhörer deaktiviert. Ja, ist okay. Habt euch lieb. Genau. Lumi rennt hier mit einem Ei auf dem Kopf rum. Lumi, wann spielst du jetzt eigentlich Apex Legends? Ich hab dir. Das ist ja das nächste Projekt. Ich hab dir schon seit 5 Tagen, muss ich dir jeden Tag erklären, was ich mache, warum ich kein Apex streame. Ja, was soll das? Benny, warum streamst du keinen Farming Simulator? Weil ich Apex spiele, tatsächlich. Also Menschen gehen. Aber Lumi hat gesagt, sie will Apex noch spielen. So. Was? Real Life? Was denn das? Ja. Ich frag so Lumi nur, weil sie gesagt hat, sie will das noch spielen. Ich will sie auch mal spielen, ich habe sie auch schon längst runtergeladen und installiert, aber genau. Deswegen freu ich habe dir am Sonntag schon gesagt, dass ich Motion Sickness kriege, solange ich erkältet bin. Ist noch erkältet? Ich bin immer noch erkältet und ich war Montag bis Mittwoch überhaupt nicht in Hessen, und geschweige denn an dem Computer, ich muss halt arbeiten. Benni, es gibt übrigens Hinweise für uns Duo und es gibt einiges an Hinweisen, ob sie das umsetzen, das ist halt einfach Development-Kram. Ob sie das dann wirklich machen, ist eine ganz andere Geschichte. So, ich gehe jetzt zum Schmied. Warum ist hier eine goldene Wildpflaume drin? Das hab ich nicht. Oh. Viel zu viel Scheiß hier, echt. Yeah, ein Buch, aber ich kann das irgendwie nicht aufnehmen. Was ist denn das? So, wir verarbeiten mal nur Sachen, die keinen Stern haben mit. Weiter. Unser heutiges Ziel ist ja Schädelhöhle durchbackern, ne? Ja. Ja. Wenn wir alle jetzt irgendwie verbesserte Gegenstände haben, ja. Ab war nicht noch irgendwas beim Schmied? Ja, ich wollte doch meinem Schmied noch meine Spitzhacke abgeben. Ach so, also wird es heute wieder nichts. Schade. Wieso, das geht 2 Tage. Ja, aber. Wir haben 19 Uhr, 2 Tage ist eine halbe Stunde. Um 8:30 können wir starten. Genau, Benni, also heute schaffen wir es noch. Ja. Also aber Ingame heute nicht mehr. Im Ingame heute nicht, aber im ne? Ich dachte auch, wo du gesagt hast, dass das heute stattfinden wird, dass du von dem Stream an sich redest und nie von heute. Von dem heute. Siehst du, ich biege mir das gerne mal, wie ich das gerne brauche. Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Wuhu, Apex Legends, der nächste 4 Wochen Hype, in der Tat, aber. Ich muss ganz ehrlich sagen, erst seit ich Twitch mache, merke ich, wie schnell es Hypes gibt und wie schnell sie wieder verschwinden. Tatsächlich hoffe ich, dass Apex Legends nicht bloß ein 4-Wochen-Hype wird. Das spielt halt jeder, also probiere ich es aus. Es ist ähnlich wie mit Fortnite und PUBG. Hab ich naja, auch aber Fortnite hat schon ein bisschen länger den Hype gehalten. Also vielleicht den Hype nicht mehr so, aber zumindest die Spielerbasis hat es sehr lange gehalten. Hat jetzt auch noch unglaublich viele Spieler. Ich will dieses Entenei nicht essen. Ach nee, ich wollte ja auch meine Hacke abgeben, meine Güte. Ja, ja, danke schön, Xan. Ich habe es auch gerade gemerkt. Also, tatsächlich hoffe ich, dass sie es richtig machen bei Apex Legends, weil Anfang März schon dann die nächsten Sachen kommen sollen, die nächsten Inhalte, neue Helden, ein neuer Held und neue Waffen und sowas. Meint ihr, der Schmied freut sich über ein Entenei? Wahrscheinlich nicht, ne? Freut er sich nicht über alles, was essbar ist? Der mag eigentlich alles, was so verarbeitet ist von der Farm, aber ein Entenei? Oh, ich probier's mal. Wahrscheinlich Entenmayonnaise wäre besser. Verdammt, ich bin zu alt, um noch irgendetwas Aufregendes zu machen. Mhm. Ja, das sagt der Schmied. Ich kann das so gut nachempfinden. Celi, wie geht's denn dir überhaupt? Das habe ich noch gar nicht gefragt. Du hast jetzt bloß mit mir angefangen zu chatten.
Was machen die Kinder? Was macht dein Leben? Was macht deine... Das Schulter war's, ne? Glaube ich. Natürlich auch an alle anderen, die vielleicht bei mir eingeschaltet haben heute. Ein herzliches Hallo noch. Ich habe schon 5 Leute hier. Xeli ist nämlich bei mir. Einen herzlichen Valentinstag. Ach so, ja. Einen frohen Valentinstag. Stimmt, heute ist ja Valentinstag. Das habe ich wieder fast vergessen. Und keiner von euch hat mir eine Rose geschickt. Weil ich das nur jemanden schicke, den ich auch wirklich liebe. Nicht nur mag. Also, meine Freundin hat 5 Rosen bekommen. Jedes Jahr eine? Nee, soweit sind wir noch nicht. Da fehlen noch 2. Hat das eine Bewandtnis mit der Zahl oder war das einfach nur Zufall? Man soll ungerade Zahl immer schenken. Wenn überhaupt. Warum? Glück. Glück, genau. Rosen sind langweilig. Jetzt ist es 2 Wochen Urlaub. Ach so. Also können wir die ganze Nacht Apex zocken, Xeli, habe ich jetzt gehört. Sehr gut. Stimmt, du hast mir erzählt, dass du 2 Wochen Urlaub hast. Wir haben ja irgendwie am Dienstag schon mal eine Runde Apex gespielt. Ich habe ab Montag 12 Tage frei. Schon wieder? Hattest du nicht erst 12 Tage frei? Ja, da war ich krank. Frei. Ach so, da warst du krank. Ja. Felix wechselt immer ab zwischen krank und Urlaub, damit es nicht so auffällt. Urlaub ist es nicht, ist Kurzarbeit. Ah. CIC, okay. Stimmt, du hast frei und nicht, dass du Urlaub hast. Was ist denn eigentlich hier hinten? Ist doch noch irgendeine Brücke, die man aufbauen kann, oder bin ich behindert? Unterhalb vom Magier. Da geht doch, sieht die aus, geht sie nach links noch auf einer Brücke? Nee, da ist nur offen, wenn links, wenn dieses Fest genau. ist. Also. Ich dachte, da geht's nur irgendwo sinnvoll hin. Nur bei dem Event. Nee. Apropos Magier. Der Felix futtert. Ich habe seit 9 Uhr nichts gegessen. Warum? Oder einen guten Hunger. Weil ich 9 Uhr gegessen habe und wenn ich die anderen Pausen dazwischen noch esse, bekomme ich Sodbrennen. Dann habe ich halt diesmal bloß Wasser getrunken und bei der letzten Pause war halt so wenig Zeit, dass ich es da auch nicht mehr zum Essen geschafft habe. Okay, du kriegst Sodbrennen, wenn du in den Pausen isst. Das ist ja auch strange. Ja, eins ein Battle Royale. Ja, das ist das erste Battle Royale gewesen. Echt? Ich dachte immer, das wäre einfach so ein CDC-Ding. War es lange und dann haben sie das King of the Kill, haben sie es genannt, Modus eingebaut und war es ein Battle Royale. Und dann hat keiner mehr diesen Survival-DC-Aspekt weiterentwickelt. Dankeschön, Chris, für die 5 Euro. Also die haben tatsächlich bei H1Z1 irgendwann diesen billigen Survival-Ding genommen und einfach das Battle Royale reingeknallt. Und dann, bei der gab es schon die Armor-Mods, Battle Royale war schon relativ beliebt. Da habe ich mal wieder was gelernt hier. Witzigerweise, der Typ, der die Armor-Mods gemacht hat, hat bei H1Z1 Battle Royale-Modus gemacht und hat dann PUBG als Designer geleitet. Das ist der Brandon Green. Mhm. Chris hat mir einen Valentinstagsgruß geschickt. Na dann. Hat er schön gemacht. Oh. Was? Hat er schön gemacht? Ja. Ja. Wo ich so ein unromantischer Stoffel bin. Sowas darf man mir eigentlich gar nicht schicken. Wieso bist du denn ein unromantischer Stoffel? Erst dich beschweren, dass er keine Apose kriegt. Reine Geldmacherei ist. Das ist ja eh von einem Blumengeschäft erfunden worden und alles. Bist du, und jetzt hat PayPal davon profitiert. Dü-düm. Ja, und ich habe aber auch davon profitiert. Ich werde mir garantiert keine Rose kaufen. Nicht? Lieber einen Döner. Döner hatte ich gestern. Asianudeln? No, vielleicht Asianudeln. Eine Knochenflöte habe ich gerade. Die habe ich in der Hose. Ha. Eine Knochenflöte. Ha. Weißt du, dass das verdammt eklig klingt und ich irgendwie anziehen. Aber es Knochen. Gibt, aber, weißt du, selbst aber, die Fleisch. Willst du meine Knochenflöte spielen? Hallo? Gab's da auch bei Bernie und Erd. Da gab's ganz viel ekliges Zeug. Geb ein Flöten-Solo. Ja. Also lieber Ben, wir kennen uns jetzt schon so lange. Und du bist jetzt noch nicht so lange wieder Single, aber bevor du rausgehst, um Frauen aufzureißen, lass uns doch noch mal eine halbe Stunde irgendwie so darüber reden, was Frauen auf dem Single-Markt so gerne hören und was sie irgendwie so gar nicht gerne hören.
Tatsächlich weiß ich das relativ gut. Ich würde einer Frau, die, von der ich wirklich was will, das nicht ins Gesicht sagen. Nur hinten rum. Willst du auf meiner Knochenflöte spielen? Ja, so sieht's aus. Valentinstag ist ein Tag, der dafür sorgt, dass sich Menschen, dass sich Leute beschweren, wenn nichts für sie dabei ist, anstatt sich an anderen Tagen zu freuen, wenn sie etwas Besonderes erhalten oder erleben. Von wem stammen diese lyrischen Worte? Zuschauern. Zuschauer. Ach so. Und wo hat er sie her copy-pastet? Na, der hat sich das selbst ausgedacht. Ist klar. Ja, natürlich. Menschen sind unkreativ, Lumi, das macht keiner. Ey, wer verkauft da schon wieder. Wer kauft denn da schon wieder Sachen? Ich hab. Erstmal haben wir Geld dazu bekommen und nicht verloren. Ey, wir haben 20.000 verloren. Wir hatten gerade noch 177.000. Ja, heute Morgen haben wir schon 20.000 verloren, weil ich meine Schwitzhacke doch verbessert habe. Ach Mensch. Und jetzt haben wir gerade 5.000 dazu bekommen, weil ich die Quest beendet habe, dass ich dem Zauberer ein Iridiumwachen bringe. Was? Achso. Achso. Ja. Okay, so eine Frau ist Gold wert an der Stelle. Hast du meinen schönen Twitter-Eintrag zum Valentinstag gelesen? Ich hab nö, tatsächlich nicht. Mir hat es keiner angezeigt. Ich hatte am Donnerstag, gestern hatte ich ja wieder Nachhilfe und ich habe einen 14-jährigen Schüler und der hat mich dann irgendwie darauf hingewiesen, dass am nächsten Tag Valentinstag ist und ich meinte, und? Wie sieht's aus? Hast du schon ein Date? Und dann meinte er, ja, nee, das nicht. Aber eine aus seiner Klasse wollte irgendwie, dass er ihr eine Rose schenkt. So, okay. Ja, sie hat gesagt, ich muss ihr unbedingt einen schenken. Und dann habe ich halt eine gekauft. Und irgendwie gab es dann so scheinbar so einen Scherz zwischen ihm und seinen Jungs. Und dann haben die irgendwie beschlossen, sich gegenseitig Rosen zu schenken. Und dann ist halt zu dem Mädel hin am Mittwoch und hat halt gesagt, hier, sorry, aus der Rose morgen wird leider nichts, weil ich muss die jetzt irgendwie einem Kumpel schenken. Aber dafür habe ich dir eine Tafel Schokolade gekauft und hat ihr dann eine Tafel Schokolade geschenkt, woraufhin sie ihn geschlagen hat. What? Das ist doch geil, oder? Die Frau von heute ordert ihre Rose selbst und wenn sie die nicht bekommt, dann schlägt sie den Kerl einfach. Sag mal so, dann ist es gut, dass es sie ihr nicht geschenkt hat. Ja, vor allen Dingen, weil sie ja auch selber auch befohlen hat quasi. Also ich fand das extrem geil. Also, make my day. Meine Rose. Holy shit, ey. Wie behindert kann man eigentlich sein? Sorry. Ja. Oh. Also er hat mir schon ein bisschen leid getan. Das ist einfach. Ist 14, ne? Also. Wie gesagt, die Tussi ist jetzt schon unglaublich gestört. Ja, ich habe ihm dann auch gesagt, also, naja, also, es soll sich von Frauen da nicht so ausnehmen lassen. Und so als erstmal überhaupt eine Rose zu verlangen, finde ich schon krass. Und dann so abzugehen, weil man dann eine Schokolade bekommt, also, ich meine. Naja. Xelia übrigens, weiß nicht, was bei dir auch geschrieben hat, der hat geschrieben, seine Frau sagt einfach, sie will das ganze Jahr geliebt werden, sie braucht keinen extra Tag. Ja, ist auch richtig so. Genau, und das bin ich auch dabei, das ist deutlich besser. Ist es, auf jeden Fall. Also, sind hier Mayonnaise und Käse in der Truhe von Safterzeugnissen? Und Essen ist ja auch mit drin, was habt ihr? hat Felix nicht letzte Woche irgendwie Alter. Spontan irgendwo was abgelegt, was er später wieder aufnehmen wollte? Achso, da war ich ja schon. Ich gehe jetzt mal ins Bett. Hallo, Halla Gaming. Felix Hallo, stirbt Halla. In 20 Halla Sekunden. Wir sind im zweiten Jahr jetzt schon, gell? Yep. Ja. Yep. Im zweiten Jahr. Ich guck mal zu, wie Felix stirbt. Man sollte halt nicht AFK gehen auf dem Monsterhof. Oh Mann, dann mach doch die Sachen kaputt. Sei doch mal nett. Nope. Du bist doch ein Arsch. Erstmal kostet es uns alle Geld. Mich hat er letztes Mal auch gerettet. Ich bin zu spät rausgegangen. Mich hat niemand gerettet, so. Toll, Ben. Kameradenschwein. Heute ist Valentinstag, Tag des Hasses. Kameradenschwein, was ist, mit wem zocke ich denn hier eigentlich zusammen? Mit jemandem, der dich bei Apex Legends retten würde. Ja, und bei Stardew Valley hängen lassen. Mit dir spiele ich kein Apex Legends. Bei Stardew Valley habe ich da keinen großen Verlust von. Geldverlust, und wenn der Typ jetzt auch noch sein Schwert verloren hat, sind wir 30.000 Gold los. Toll. Aber ich kann Felix jetzt das ganze Jahr auslachen, dass er da gestorben ist und vor allem, dass er nicht ins Bett geht, wenn es 2 Uhr ist. Du kannst ihn auch auslachen, weil er zu blöd ist, ins Bett zu gehen und da einpennt, aber doch nicht sterben lassen. Ben ist ein Kameradenschwein. Nee, ich war gerade. Ja, du hättest vielleicht erstens schlafen gehen sollen und zweitens nicht AFK gehen auf den Monsterhof.
Ja, das ist ein Kameradenschwein. Als ich gehört habe, dass du angegriffen bist, wollte ich rausrennen und dich retten, aber ich war zu spät. Das überhaupt nicht. Du hast gesagt, rette ihn doch. Habe ich gesagt, nö. Und dann hast Nein, du ich auch war nichts schon gemacht. Auf dem Weg. Ich bin aus dem Bett wieder raus. Jemand aber ich war noch nicht mal die Tür raus. Da kam dann unten schon Felix, wurde bewusstlos geschlagen. Jemand hat dich ohnmächtig und komplett ramponiert gefunden. Ich musste eine Notfalloperation an dir durchführen. Ja, bedank dich bei Ben. Der zugesehen. Hey, ich habe ihn gefunden und dahin gebracht. Ja, eindeutig. Du hast von weitem gesagt, haha, ich guck mir jetzt an, wie Felix stirbt, kann man nachgucken. Stimmt gar nicht, es stand ungefähr 2 Meter neben ihm. Was, als hätte ich einen Gegenstand aus dem Rucksack? Riesenäpfel, du meinst die hier ist neben mir? Das sind große Jungen. Hä, ich bin schon wieder zusammengebrochen, what the fuck? Es ist 2 Uhr. Naja, einmal, weil du bewusstlos geschlagen wurdest und das nächste Mal, weil du außerhalb von der Hand bist. Oh, sollen wir ein Kind haben, Felix? Ja. Dankeschön für den Follow, Halla Gaming. Kriegst du ein Baby, Felix? Ja. Also, ich nehme Haley. Oh, da muss ich gleich gucken gehen. Ich vergessen kann. Cool, wenn ich zusammengeschlagen werde von Monstern, kriege ich ein Kind. Ich wollte gerade mal sagen, Felix war nicht zu Hause, der war nämlich ohnmächtig im Krankenhaus und kriegt in der Nacht ein Kind. Ich weiß nicht. Nee, aber das dauert ja immer noch. Lieben, wo haben wir denn noch gleich diese großen Junimos her? Von Quests, glaube ich, gab es die. Gab es die bei einer Quest oder haben wir die irgendwo mit diesen Schatzkarten gefunden? Nee, die gab es bei irgendeiner Quest von irgendjemandem. Oh, das ist eine. Ja, mich fragt gerade jemand danach, aber ich erinnere mich jetzt auch gar nicht mehr, welche Quest das war. Und jeder hat genau eins bekommen. Wir haben das von einer Quest bekommen. Aber es war eine relativ frühe Quest. Ich glaube im ersten Sommer oder im ersten Herbst. Ich glaube im ersten Sommer. Toll, was habe ich jetzt verloren? Und wo ist jetzt dein Baby? Das Bild über dem Bett ist von dieser, von Vielleicht diesem das Event, wo diese Meerjungfrauen sind. Da konnte man das kaufen, das habe ich mir da gekauft. Morgen ist das Fest des Eises, denk dran. Dein Baby ist gar nicht da. Naja, vielleicht wird das noch. Achso, wollte ihr ein Kind? Sie wollte mit ihr ein Kind machen, wo du bewusst bist. Das ist noch in Produktion, das dauert noch ein bisschen, das Baby. Das ist ein... Soll dem Alex Hallo sagen von ihr? Na. Wie nennt man das? Ein Kuckuckskind? Ja, von Alex wahrscheinlich. Ich hätte es genannt ein Trappikind, weil es so lange dauert. Ein Trappikind, weil es so lange dauert. Musst du 12 Jahre drauf warten. Aber google mal nach Junimo, Junimo-Figur oder so irgendwas. Vielleicht kommst du dann da auf die Quest. Es tut mir jetzt leid, dass ich nicht mehr weiß, was das für eine Quest war mit den Viechern. Der Braten wurde erst in die Röhre geschoben, genau. Der muss noch durchgegart werden. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Ja, aber sicher. Dann spiel mal noch ein bisschen, Hallan, lass dich mal überraschen. Irgendwann kommt die Quest wahrscheinlich noch, wenn du noch nicht so lange spielst. Ich glaube, man sieht nicht, dass man das als Belohnung kriegt bei der Quest. Schneid. Oder gab's von den Museumssachen. Das könnte auch sein. Da gibt es die ganzen Ausstellungsstücke. Ich meine, wir haben das wirklich über so eine Notiz gemacht. Na gut. Googelt es doch einfach. Nein. Viel zu einfach. Ich google es jetzt nicht, also vor allem nicht während ich spiele, aber vielleicht findet man es noch. Moment mal, warum brauchen wir eigentlich kein Bier mehr? Und Mathe-Musik bei Stardew Valley eher nicht, weil da ja eigentlich Ingame-Musik läuft, die gerade nicht läuft. Mal wieder. Die irgendwie nie läuft, aber eigentlich sollte sie laufen. Ich muss mal gucken, je nachdem wie fit ich in 2 Stunden bin, ob ich danach noch irgendwie eine Runde Dota oder sowas spiele. Da könnte ich die Song Requests auch mal wieder anschmeißen. Bist du danach noch mit uns beiden Apex? Ne, spielt ihr danach eine Runde Apex? Ich sag mal so, morgen muss ich zumindest nicht auf Arbeit. Ich könnte noch eine Runde Apex spielen, ja. Okay, dann gibt's danach vielleicht eine Runde Apex, aber da kann ich dann, sollte ich auch erstmal keine Musik hören. Ich muss aber so lustig, ne? Stimmt. Das ist eine Art Fehler in dem Spiel. Julia Markt hat ja eigentlich zugemacht. Ja, hier und? Steht, letzte Nacht hat sie einen Julia-Mitarbeiter gefunden. Der kommt trotzdem noch her, hallo? Der kommt trotzdem noch her. Die stehen jetzt immer heulend und jaulend vor dem Julia-Markt, so lange bis er wieder aufmacht. Jede Nacht. Oder jubelnd, je nachdem. Vielleicht mochten die auch nicht da arbeiten. Ich hab einen Scheck bekommen. Hallo Xift, ja, es ging gerade um Apex. Oh, und ich habe Xander überlesen. Felix sollte Alex mal zu einem Vaterschaftstest von dem Kind seiner Frau machen lassen. Ja. Felix, so sieht's aus. Und hallo Sift, und eventuell ja, wenn ich nach Stardew Valley, habe ich gesagt, wenn ich da noch fit bin. Wir haben Zauberpferde. Könnten wir noch eine Runde Apex Ist machen? Das aufgefallen? Zauberpferde? Ja, wenn wir zu Fuß laufen, hinterlassen wir im lockeren Schnee Fußstapfen, die Pferde nicht. Stimmt. Zauberpferde. Es ist eindeutig, die können auf dem Schnee laufen, ohne Fußstapfen zu hinterlassen.
und... Okay. Ich gehe ein bisschen kämpfen üben. Alles klar, Sift. The Unimo Plush is a secret piece of furniture. Genau, da ging es nämlich um den Busch. It can't be found by right-clicking a bush in the northwest corner of Pelican Town on the bla bla bla. Am 28. von jeder Season um eine bestimmte Uhrzeit. Siehst du? Das war nämlich keine Quest, das war so ein Film. Ja, dann war das trotzdem so ein Hinweis per geheimer Notiz-Dingens. Ja, das meinte ich ja. Keine Quest, sondern Hinweis von... Ich bringe ein bisschen Gold mit, wenn ich schon hier bin. Oh. Wie lange braucht jetzt die blöde Spitzhacke? 2 Tage, ne? Hast du gesagt, zumindest. Oh, ist ja ätzend. Kannst du jeden Tag dem... Kannst du jeden Tag dem netten Herrn was mitbringen, so zum Essen, damit arbeitet er vielleicht schneller. Als ob. Kannst du auch meine Spitzhacke nehmen? Nee, schon okay, ich muss eh mal meine Fishing-Skills machen. Ach, morgen ist ja das Fest des Hauses, also morgen geht's auch nicht wegen dem Fest des Eises, ne? Ja, aber kannst du nicht trotzdem noch abholen? Aua! Wann fängt denn das an? 9 bis 14. Was? 9 bis 14. Ja, nee, da wird's mit abholen schwierig. Dann holen wir ohne. Nach 14 Uhr halt, ne? Kannst du ja noch abholen. Ja, wenn er dann offen hat. Hat doch irgendwie bis 15 Uhr oder 16 Uhr offen. Genau, einfach ohne Quest hingehen und da am Busch rütteln, das war's. Halt am 28. Ups, war schon offen. Am Busch rütteln. Am Busch rütteln? Magst du mal meinen Busch rütteln? Würde ich glatt machen. Weil ich weiß nicht, ob das so angenehm ist. Wenn Lumi 20 Kilogramm weniger hat. Nö. Das brauchst gar nicht. Wenn Marc sexuelle Schwungmasse. In einem gewissen Rahmen, ja, gebe ich zu. Bis jetzt waren alle meine Freundinnen nicht wahnsinnig schlank. Will schon Knochen. Tatsächlich waren alle meine Freundinnen schwerer als ich. Wobei das nicht so schwierig ist, glaube ich. Tatsächlich waren alle meine Sexualpartner deutlich, deutlich leichter als ich. Tja, du willst wohl keine sexuelle Schwungmasse. Definitiv nicht. Was soll denn da auch schwingen? Also. Hallo, der Bauch? Naja, nee. Prost. Ist ja Geschmackssache. Also ich will da auch gar nichts gegen sagen. Also darf ja jeder halten, wie er möchte. Tatsächlich, das Seltsame daran finde ich, dass ich finde Männer, die so ein bisschen mollig sind, finde ich optisch tatsächlich irgendwie attraktiver. Aber vom Anfassen her mag ich es irgendwie eher sehnig. Keine Ahnung. Was, sehnig? Ja, so muskulös, aber halt sehr schlank. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Naja, vielleicht, weil wohlgenährte Männer mit einem Feinkostgewölbe ein. Feinkostgewölbe, Alter, ist ein Bierbauch! Feinkostgewölbe, was ist denn der Begriff, hab ich so noch nicht gehört. Also. Nee. Ich hab absonderliche Themen, als ob das absonderlich wäre. Das ist komplett normal, wenn wir Stardew Valley spielen. Das ist nicht absonderlich. Das ist noch... ja auch. Ich glaube, das war schon Ironie. Wir sind ja fast schon milde heute, aber. Ja, Felix wollte erklären, warum das Gewölbe und so bla. Ja, weil das von Wohlstand spricht. Weil der Mann genährt ist, kann er sich Nahrung halt genug leisten. Du gehst also auf die Instinktschiene. So, genau. So optisch. Ich hatte ja mal diese sehr seltsame Erfahrung gemacht, dass ich mal mit jemandem rumgeknutscht habe, der wirklich so fast 2 Meter groß war und wirklich sehr breit gebaut. Und halt auch ein bisschen mollig breit gebaut, aber halt eben so groß und breit, was ich eigentlich optisch super, super spannend finde. Und das war mir einfach zu viel, irgendwie zu viel Mann. Ich weiß nicht, ich war da vorne. Lumi kann mit Männern nicht umgehen. Oh. Nee, keine Ahnung. Eventuell hätte ich auf meine HP gucken sollen. Haha, Ben, Karma is a bitch. Wollte ich auch gerade sagen. Und ich sag nicht, dass ich dir's nicht gönne. Wenn ich dir sagen würde, dass ich dir's nicht gönne, das wäre eine Lüge. Also beim nächsten Mal ein bisschen besser auf, okay. Mhm. Ich habe Linus gefunden. Scheiße. Haben wir Anfängertipps für Stardew Valley? Kopf angeschlagen, ich habe einen kompletten Filmus und die letzten 9 Ebenen der Mine habe ich wohl auch 5000 G und 2 Gegenstände. Aber 2 Gegenstände haben wir im Inventar verloren. Ja, gut. Anfängertipps für Stardew Valley. Also ich habe angefangen, einfach erst nur in die Mine zu gehen. Ich glaube, es geht... Einfach spielen tatsächlich. Ja, ich glaube, das würde ich auch sagen. Also es ist ja kein Spiel, was du in dem Sinne irgendwie gewinnen kannst, sondern man spielt halt einfach und hat Spaß am Spielen. Und wenn du halt eben Spaß dran hast, den ganzen Tag zu fischen, dann fischst du den ganzen Tag. Und wenn du den ganzen Tag farmen möchtest, um Wind zu maxen, dann machst du das.
Also, genau, lass dir Zeit und hab Spaß. Und möglichst keine Früchte über das Ende eines Monats pflanzen. Okay. Ja, genau, also aufpassen, dass du nicht irgendwie am vorletzten Tag irgendwie Samen aussiehst, weil die vergehen dann. Okay, das ist aber das Einzige so ziemlich. Ja, aber ansonsten... Aufpassen auf deine Gesundheit, dass du nie wieder Benny drauf gehst. Oder genau. Wie ich einfach AFK gehst. Wenn ein ja, Monster aufhast, Richtung Abend hin. Minus Stufe 100. Ansonsten würde ich dir tatsächlich... Ha, also du bist ja noch am Anfang, also würde ich dir raten, aus diesem Stream rauszugehen und dir nichts zu spoilern. Nein, also viel von dem, was man bei Stardew Valley macht, macht einfach Spaß, wenn man was Neues entdeckt, finde ich. Und wenn man das sich zu früh anguckt, dann ist blöd. Genau, und deswegen haben meine Mitspieler immer bei Wikipedia nachgeguckt, wie man Sachen macht. Ab einem gewissen Punkt, deine Mitspieler spielen das Spiel nämlich schon länger, ab einem gewissen Punkt nervt es halt, wenn einfach nichts Neues mehr passiert und deswegen guckt man dann Sachen nach. Aber ich hätte halt auch nur bei Wikipedia Sachen nachgeguckt, die mich interessieren und hätte jetzt nicht mehr per se mal einen Stream angeguckt, wo irgendwie, keine Ahnung, Leute schon irgendwas machen, was ich durch Zufall sowieso erreicht hätte. Aber wenn ich jetzt wissen möchte, weißt du ja nicht, bevor du einen Stream guckst. Rumrennt, das google ich halt. Weißt du aber nicht, bevor du im Stream guckst, ob du da Dingens. Ja, aber das ist ja ziemlich obvious. Wenn ich jetzt seit 3 Tagen Stardew Valley spiele und ich bin bei jemandem im Stream, der irgendwie schon im Ende des 2. Jahres ist, dann wird der schon irgendwie. Sind eigentlich sogar im 3. Nee, das Jahr fängt im Frühling an, ne? Noch sind wir nicht im 3. Jahr. Ja, und am übernächsten Stardew Valley-Tag werden wir wahrscheinlich auch was machen, was du noch nicht gesehen hast. So. Also, die Frage an sich war gerade, gut, Benny. Der neue Jahr fängt ja im Frühling an. Ja, in dem Spiel. Selbst im wahren Leben ist es so. Nee, da fängt es im Winter an. Der Januar ist ja wohl nicht Frühling. Ja, kommt auf den Januar an. Also für mich ist Januar und Februar nicht Frühling. Es tut mir leid. Ich boykottiere im Januar, Februar einfach, dass es kalt ist. Es ist schon Frühling, fertig. Also der Januar in Dresden war noch relativ warm. Genau, deswegen hatten wir auch vor einer Woche irgendwie 20 cm Schnee einfach mal random in der Nacht. Das ist ja der Februar gewesen. Ja, 10 Stunden Spielzeit. Wie viel Spielzeit haben wir jetzt? Ich glaube, ich habe auch mal irgendwann nach 50 Stunden oder so. Ernsthaft? 50 Stunden schon? Ja, aber mit beiden. 124 Stunden. Also ich glaube, ich hatte 30 und ich bin inzwischen bei knapp 100. Okay. Not bad. Wir haben einiges an Zeit schon reingesteckt. Wahnsinn. Ich meine, ich bringe fast jeden Tag eine Folge mit, die eine halbe Stunde Spielzeit beinhaltet. Na gut, wir spielen jede Woche um die 2 Stunden, ne? Und das jetzt auch schon seit September oder so. Ich glaube sogar August. August, stimmt, ich habe mal August mit dem Stream angefangen. Und, mit Stardew Valley. Ja. Das sogar. Na eben, wir hatten ja vor allen Dingen, hatten wir den Hof dann noch einmal zurückgesetzt. Ja. Also man kann, du siehst, man kann sehr, sehr viel Zeit in dieses Spiel stecken, auch wenn es so unglaublich banal wirkt. Es bleibt auch unglaublich banal, aber es macht halt trotzdem Spaß. Nichts gegen banale Spiele. Ich habe mir zum Beispiel bei Farming Simulator, habe ich erst vor kurzem mir gekauft gehabt, vor einer Woche. Ich habe schon 30 Stunden dort versenkt. Ach so, wollen wir Maro eigentlich mal alles schenken für die große Maschine? Goldbarren, Iridiumbarren, Batterie, Diamant, Erdbeeren? Ich weiß nicht, ob da was passiert. Moment mal, bei Maro bin ich schon die ganze Zeit daran, stückchenweise ihr was davon zu schenken. Und ich wusste nicht, was es am Ende gibt. Ich auch nicht, ich habe jetzt gefragt, ob wir das mal machen wollen. Du hast gesagt, eine große Maschine. Ja, große Erfindung. Steht, was ich mit meiner großen Erfindung noch brauche. Stimmt, also ich habe auf jeden Fall schon angefangen. Ich habe ihr... Was habe ich ihr denn schon geschenkt? Ich habe von oben nach unten. Ich glaub, ihr könnt ja mal anfangen und wenn es was Tolles gibt, ziehe ich nach. Muss das jeder machen? Das wissen wir nicht, ne? Ich glaube, ich habe bei Batterie aufgehört, weil wir zu dem Zeitpunkt noch keine Batterien hatten. Ja, inzwischen haben wir ein paar, kannst du weiter schenken. Ja, sehr gut, dann mache ich mal bei Batterie weiter. Aber du kannst natürlich auch parallel dazu bei Null anfangen, ne? So. Oh, es gibt ein neues Königin der Soßen. Achso, das ist auch vielleicht ein Anfängertipp. Stimmt, Fernsehen gucken. Regel... Und mir ist noch nie aufgefallen, dass tatsächlich auf dem Fernseher auch was läuft. Das ist ja ein Bild von der Königin. Alumi. Ich habe jetzt erst den Flachbildschirm. Das ist aber dem anderen Fernseher sichtbar. So, also die Königin der Soßen sagt dir nämlich, in regelmäßigen Abständen gibt es im Fernsehen die Königin der Soßen und da kriegst du dann ein Rezept. Und mit den Rezepten kann man halt zum Teil sich ein bisschen boosten. Und das ist ganz praktisch. Also Lumi ist nämlich boosted. Dieses Bild und so hatte ich noch nie auf dem kleinen Fernseher. Doch, da ist ein Bild drauf. Das ist genau das gleiche Bild, nur größer auf dem großen Fernseher. Bisschen höher auf. Ich hatte das noch nie. Ich hatte das auch noch nicht. Dann stellt euch einen kleinen Fernseher hin und macht es einfach nochmal da drüber. Ich brauch bloß in den vorherigen Stream gucken. Hab ich den noch? Ich hab ihn noch, warte mal. So, machen wir das mal.
Ja, ich stehe halt vor dem Fernseher. So. Da wird's hell, aber das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Also da sieht man auf jeden Fall ein Bild. Was macht die Katze bei dir? Das ist meine Katze. Hier, lass Vorschlag in Ruhe. Siehst du es, Lumi? Krass. Ein grünes Glas wird gar nicht weggekiet. Da bin ich kein, ja verwirrt. Kein Bild beim Felix. Nee, bei mir gab es ein Bild. Ich habe mich ein bisschen daneben gestellt. Hm. Vielleicht hast du es nie gesehen, weil du ja den Wetterbericht nicht mithörst. Was so ein bisschen creepy ist. Übrigens gleich Uhrzeit voll, ne? Hm. Felix, streamst du eigentlich heute? Aber du kannst es im ersten Jahr verpassen. Was kann ich im ersten Jahr verpassen? Das wiederholt sich alle zwei Jahre immer sonntags. Irgendein Event wahrscheinlich. Ich bin vor uns. Haben wir gerade gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin vor uns tatsächlich erst kurz vor knapp hier reingekommen. Die Königin der Hosen wahrscheinlich, ja? Und hab dann noch. Ja. Und hab dann noch, schnell gekocht. Und da hatte ich nie erst noch Lust, alles zu installieren.